Hallo, ich bin Ellie Jenix und heute dreht sich alles um Max's Match Outfits. Viel Spaß! Heute stelle ich euch meine liebsten Custom Content Creator vor, wenn es um Klamotten geht. Um genau zu sein, werde ich euch 4 verschiedene vorstellen. Wenn du übrigens noch nicht so genau weißt, wie das mit Custom Content funktioniert, ist das gar kein Problem. Ich habe dazu ein Video gemacht, ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Auf jeden Fall ist es wirklich unglaublich einfach, Custom Content zu installieren und es bereichert euer Spiel auf jeden Fall. Und deshalb hätte ich gesagt, beginnen wir gleich mit der ersten Creatorin. Die erste Creatorin, die ich heute vorstellen möchte, nennt sich Jollibean. Hinter dem Künstlernamen Jollibean steckt eine Simmerin namens Elena und der Fokus bei ihren Kreationen liegt eindeutig auf Create-a-Sim-Items, wobei sie auch hin und wieder Baumodus-Items zur Verfügung stellt. Aber dann hätte ich gesagt, schauen wir am besten gleich auf ihrem Tumblr-Blog vorbei. Hier haben wir jetzt den Tumblr-Blog von Jollibean. Wie bereits angekündigt, sie kreiert eben nicht nur Create-a-Sim-Items, sondern auch Baumodus-Items. Hier sieht man zum Beispiel ein Sofaset von ihr. Aber dann geht es eben auch schon zu den Create-a-Sim-Items über. Sie hat wirklich die unterschiedlichsten Kreationen dabei, also bei ihr gibt es von allem etwas zu finden. Und für die meisten Creator, die ich in dieser Reihe vorstelle, stellt auch sie ihre Kreationen auf Patreon zur Verfügung. Und hier haben wir jetzt die Patreon-Seite von Jollibean. Und wie immer mit dem Public-Filter sehen wir jetzt alle Dinge, die wir kostenlos downloaden können. Die meisten Dinge bei ihr gibt es übrigens im Set, so wie dieses Strawberry-Set. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal genauer an. Wie wir sehen, sind bei diesem Set zum Beispiel 2 verschiedene Kleider für weibliche Teenager, Erwachsene und Senioren inkludiert, dann noch für weibliche Kinder und aber auch für Männer ist etwas dabei. Aber gut, dann schauen wir uns ihre Kreationen am besten gleich einmal in-game an. Hierfür bin ich jetzt wieder bei meiner Familie Sisi und zwar sind wir jetzt gerade bei Kim. Und jetzt schauen wir uns gleich einmal die Oberteile an, die Jollibean zur Verfügung stellt. Die Kleidung von ihr ist natürlich Max's Match und das ist ja immer so eine Geschmackssache, ob man lieber Alpha Sisi oder Max's Match Sisi hat. Aber ich bin von ihren Sachen wirklich sehr begeistert und ich finde auch alles unglaublich detailreich. Aber gut, ich entscheide mich jetzt mal für diesen Body und dann schauen wir, welche Hosen es dazu gibt. Unterteile gibt es von ihr die folgenden. Diese Hose finde ich zum Beispiel schon unglaublich cool. Dann gibt es zum Beispiel noch diesen Rock oder diese Hose oder diese oder diese. Also wie ihr seht, von ihr gibt es wirklich jede Menge wunderschöne Sachen. Ganz kurz zeige ich euch jetzt auch noch fertige Kombinationen. Und zwar gibt es zum Beispiel dieses Kleid oder dieses oder dieses. Dann haben wir hier noch diesen Hosenanzug. Das haben wir schon auf ihrer Patreon-Seite gesehen. Das ist eben von diesem Strawberry-Set. Was ich außerdem noch cool finde, dass sie jede Menge Kleider hat, die man auch für eine Hochzeit verwenden könnte. Also das zum Beispiel oder das oder das oder das oder das. Oder vielleicht sogar den Hosenanzug, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Also ja, wie ihr seht, sie bietet wirklich jede Menge Auswahl. Aber jetzt schauen wir noch schnell bei den Männern vorbei. Wir sind jetzt wieder bei Michael und jetzt schauen wir uns an, welche Kleid für Männer Jollibean denn bietet. Beginnen wir gleich bei diesen, die sind jetzt eher für formellere Anlässe geeignet. Hier haben wir wieder einen Teil des Strawberry Sets. Dann haben wir hier wieder etwas Formelleres, das hier. Also wie ihr seht, Jollibean bietet wirklich auch für Männer jede Menge Auswahl. Bei den Beinbekleidungen haben wir diese Hose, diese, diese, dann gibt es noch die und die. Wie ihr seht, hier ist auch Badekleidung mit dabei. Ja, wie immer ist die Auswahl bei den Männern etwas überschaubarer als bei den Frauen, aber das ist, soweit ich weiß, ja bei den meisten Creatern so. Aber dann machen wir jetzt gleich mit dem nächsten Creator weiter. Und nun kommen wir zur zweiten Creatorin auf meiner Liste. Ihr Name ist Clumsy Alien. Auch sie macht jede Menge unterschiedliche Create-Sims-Items und ich habe von ihr wirklich unglaublich viele Klamotten in meinem Spiel und übrigens auch unglaublich viele Frisuren. Sie habe ich nämlich unter anderem auch in meinem Video über die besten Max's Match Frisuren vorgestellt. Falls du das noch nicht gesehen hast, blende ich dir das jetzt hier rechts oben ein. Aber gut, dann schauen wir jetzt am besten gleich auf ihrem Tumblr-Blog vorbei. Und hier sehen wir jetzt den Tumblr-Blog von Clumsy Alien. Wie gesagt, wer mein anderes Video schon gesehen hat, dem wird das Ganze jetzt vermutlich bekannt vorkommen. Und deshalb hätte ich gesagt, schauen wir gleich einmal auf ihrem Patreon vorbei. Und hier sehen wir jetzt ihre Patreon-Seite. Auch sie kreiert meistens in Sets, also bei ihr gibt es dann meistens Klamotten und Frisuren in einem und es ist eben alles aufeinander abgestimmt.
Aber gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze am besten gleich einmal in-game an. Und wieder sind wir bei meiner Familie Sisi und hier seht ihr jetzt die liebe Marie. Und wie euch sicher schon aufgefallen ist, ich habe jede Menge unterschiedliche Items von Clumsy Alien. Aber dann werde ich mich jetzt einfach ein wenig durchklicken. Auch sie bietet wirklich ganz unterschiedliche Styles und Muster und Farben an. Ich bin von ihr als Creatorin einfach unglaublich begeistert und ich liebe wirklich fast alles, was sie macht. Okay, um genau zu sein, ich liebe wirklich alles, was sie macht. Ich kann mich jetzt wirklich nicht an eine Frisur oder ein Kleidungsstück erinnern, das mir nicht gefallen hätte. Und wie man sieht, sie unterscheiden sich auch alle extrem. Also keines sieht wie das andere aus. Ich gebe jetzt einfach mal dieses Oberteil und dann schauen wir gleich einmal bei der Beinbekleidung vorbei. Und wie ihr gut sehen könnt, sie bietet auch jede Menge Auswahl bei Hosen und Röcken. Aber schauen wir uns das Ganze einfach einmal an. Was ich hier besonders cool finde, ist, dass sie nicht nur High-Waist-Sachen anbietet. Ganz am Anfang hatten wir zum Beispiel diese Hose, die ist eindeutig Low-Rise. Trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack, aber ich finde es schön, dass man zumindest die Auswahl hat, wenn man es gerne möchte. Besonders cool finde ich zum Beispiel auch dieses Kleidungsstück. Vor allem sieht man hier wirklich, wie sauber und genau sie arbeitet, dass das überhaupt nicht mit dem Oberteil irgendwie glitscht, sondern es passt einfach perfekt ineinander. Hier dasselbe, das mit den Hosenträgern stelle ich mir wirklich absolut nicht einfach vor, aber es passt einfach. Und das waren jetzt nur einige ihrer Kleidungsstücke. Wie ihr seht, sie bietet noch so viel mehr. Und deshalb schauen wir jetzt auch noch ganz kurz bei den Kombinationen vorbei. Kombinationen gibt es tatsächlich gar nicht so viele, aber zumindest ein paar. Und jetzt schauen wir uns noch kurz die Männerklamotten an. Wieder beginnen wir bei den Oberteilen und ich werde mich jetzt hier ganz einfach durchklicken. Auch diese gefallen mir alle wirklich sehr gut und sie sind auch alle wirklich unglaublich unterschiedlich. Und das finde ich immer besonders toll. Und jetzt noch kurz zur Beinbekleidung. Da haben wir folgende Auswahl. Hier besonders cool finde, ist, dass diese beiden Röcke anscheinend unisex angedacht sind, weil es die eben für Frauen und Männer gibt und das finde ich nicht selbstverständlich und das gefällt mir wirklich sehr gut. Und dann geht es jetzt gleich mit dem nächsten Creator weiter. Die nächste Creatorin, die ich euch vorstelle, die nennt sich Madeline. Was ich in ihrer Arbeit so toll finde, ist, dass sie nicht nur wie die meisten anderen Creator Oberteile, Kleider und Unterteile macht, sondern sie kreiert mit Abstand die schönsten Schuhe. Aber bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen würdest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Aber schauen wir uns am besten gleich einmal ihren Tumblr-Blog an. Und hier sehen wir jetzt den Tumblr-Blog von Madeline. Ich muss sagen, ich liebe ihren Tumblr-Blog. Es ist alles so unglaublich gut organisiert. Und wenn man zum Beispiel auf ein Item draufklickt, also sagen wir klicken jetzt hier auf dieses, dann sehen wir hier erstens, wie es ganz genau aussieht. Und dann sehen wir auch noch, in welchen Farben es verfügbar ist. Aber gut, dann schauen wir gleich auf ihrer Patreon-Seite vorbei. Hier haben wir jetzt ihre Patreon-Seite. Auch hier sehen wir jetzt noch einmal genau die gleichen Bilder, die es auch auf ihrer Tumblr-Seite gibt. Hier sehen wir zum Beispiel schon ein wunderschönes Paar Schuhe, das sie kreiert hat und eben noch so viel mehr. Aber schauen wir uns das Ganze am besten gleich einmal im Spiel an. Und nun sind wir wieder bei Hannah Sisi und ich klicke mich jetzt einfach durch ein paar der Oberteile durch. Wie ihr seht, auch ihre Outfits sind unglaublich abwechslungsreich und sie arbeitet auch sehr viel mit Jacken. Was ich sehr cool finde, weil ich finde, davon gibt es noch viel zu wenig. Aber dann schauen wir schnell bei der Beinbekleidung vorbei. Hier gibt es nur drei verschiedene Hosen und zwar haben wir einmal die, dann gibt es die und dann gibt es noch diese. Und jetzt noch kurz zu den Kombinationen. Und hier sehen wir jetzt auch den Grund, warum es so wenig Einzelteile bei ihr gibt, weil sie das meiste schon im Vorhinein kombiniert hat. Und da klicken wir uns jetzt einfach einmal durch. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich an dieser Creatorin mag. Sie nimmt einem das Entscheidungstreffen ab. Also dadurch, dass es eben schon so viele vorgefertigte Kombinationen gibt, muss man dann keine Entscheidungen mehr treffen, sondern kann sich einfach für ein fertiges Outfit entscheiden. Dann bleiben wir jetzt einfach mal bei diesem Outfit und schauen schnell bei den Schuhen vorbei. Mir gefallen auch hier so gut wie alle. Aber zum Abschluss schauen wir jetzt wieder bei den Männern vorbei. Bei den Oberteilen gibt es von ihr tatsächlich nur das, also das hatten wir ja bei den Frauen auch dabei. Hosen gibt es tatsächlich gar keine. Schauen wir noch bei den Kombinationen. Hier haben wir zwei verschiedene. Da haben wir einmal diesen Anzug und dann haben wir auch noch diese Kombination. Und dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Schuhe.
Auch hier gibt es einige, die es bei Frauen auch gibt. Exklusive Männer sind zum Beispiel diese Schuhe. Ich glaube, alle anderen haben wir tatsächlich bei den Frauen auch schon gesehen. Aber gut, das war's dann auch schon wieder mit dieser Creatorin und machen wir jetzt gleich mit der nächsten weiter. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Creatorin. Ihr Name ist Solistair und ich finde, ihre Kreationen sind wirklich etwas ganz Besonderes. Diese Creatorin fokussiert sich auf Create Stim Items und zwar für Frauen und Männer. Was bei ihren Kreationen das Besondere ist, ist, dass alles unglaublich detailreich ist. Also man kann schon fast sagen, dass es eine Kombination aus Maxis Match und Alpha ist, weil es einfach so unglaublich schöne Details hat. Falls du dir übrigens gerade denkst, warum zeigt sie mir so viel Custom Content und wie soll ich da jemals Überblick behalten? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es gibt nämlich ein kostenloses Programm, mit dem du Custom Content ganz einfach sortieren kannst. Ich habe dazu ein Video gemacht, ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Aber schauen wir am besten gleich einmal bei ihrem Tumblr-Blog vorbei. Hier sehen wir jetzt ihren Tumblr-Blog und ein paar ihrer neuesten Kreationen. Bei ihr gibt es von einem Item grundsätzlich immer unterschiedliche Versionen oder zumindest sehr oft. Und man kann sich dank der Bilder wirklich genau vorstellen, was einen erwartet. Aber schauen wir uns gleich einmal ihre Patreon-Seite an. Das ist ihre Patreon-Seite und wie schon vorhin erwähnt, sie arbeitet wirklich sehr detailreich. Also wie man sieht, einige ihrer Kreationen würden schon beinahe als Alpha-Custom-Content durchgehen. Aber schauen wir uns das Ganze am besten gleich einmal in-game an. Und hier sind wir jetzt wieder bei Kim und ich werde mich einfach mal durch ein paar Oberteile von Solistair durchklicken. Was ich bei ihr auch sehr mag, ist, dass sehr viele Klamotten auch sehr schlicht sind und dass es fast ausschließlich Sachen sind, die man auch wirklich im realen Leben tragen würde. Das ist ja nicht bei allen Sims 4 Kreationen so. Sie arbeitet auch gerne mit unterschiedlichsten Mustern und Farbkombinationen. Bei diesem Pullover gibt es zum Beispiel jede Menge unglaublich schöne und unglaublich unterschiedliche Muster. Ja, wie ihr seht, auch von ihr habe ich sehr viele unterschiedliche Oberteile in meinem Spiel. Aber schauen wir am besten gleich einmal bei den Hosen vorbei. Hier sehen wir jetzt die Beinbekleidung von Solistair. Auch hier gibt es jede Menge und vor allem jede Menge Verschiedenes. Meiner Meinung nach ist sie wirklich eine der besten Creatorinnen für Hosen und Röcke. Vermutlich, weil sie so viele Details einbringt und es dadurch einfach realistischer wird. Dann schauen wir noch ganz kurz zu den Kombinationen. Hier gibt es tatsächlich nur ein paar wenige und da klicke ich mich jetzt schnell einmal durch. Und nun schauen wir noch schnell bei den Männern vorbei. Hier haben wir jetzt wieder Michael und wie versprochen, Solistair kreiert eben auch sehr viele Create-Sim-Items für Männer. Ich klicke da jetzt einfach einmal bei allen durch und dann schauen wir uns noch schnell die Hosen an. Und hier haben wir die Beinbekleidung von Solistair, auch hier sind ein paar großartige dabei. Zum Beispiel diese ist eine meiner Lieblingshosen oder auch die beiden finde ich unglaublich cool. Nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Creator vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. An dieser Stelle freue ich mich wie immer über jedes Abo, über jeden Kommentar und über jedes Like. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!